So, ich habe dabei noch ein bisschen was nachgearbeitet. Nicht viel was, nur ein paar Striche und ein paar Lichter habe ich herausgearbeitet. Das Tolle, wenn man nur zwei, drei Formen hat, man kann sich wirklich auf die hellen und auf die dunklen Stellen konzentrieren und dann kann man wirklich mit Tonwerte schon tolle Bilder machen. Jetzt gehen wir den Hintergrund an. Der Hintergrund muss nicht immer blau sein. Ich habe da gern die Neapel-Gelb-Farben. Neapel-Gelb-Rot zum Beispiel, Neapel-Gelb-Hölb, Neapel-Gelb-Hell und dann eine leichte Orangetöne. Und vor allem habe ich aber auch das Umbraun. Das Umbraun deswegen, weil es normal macht man das nicht, aber ich mache es. Ja, dann einen umbraunen Parkettboden da haben und das würde dann toll zu ihm ins Wohnzimmer passen. Also Umbraun kann, ihr könnt aber auch jede andere Farbe nehmen, was ihr wollt. Wichtig bei den Farben ist nur, nicht Details nehmen. Ihr könnt die Amsterdam-Farben nehmen, die habe ich in der Akademie gehabt, sind preislich sehr gut und haben sehr viel Pigmente drinnen, mit denen man auch leicht mischen kann und haben auch einen leichten Glanz, sind wirklich angenehm zu verarbeiten. So, jetzt dann zum Hintergrund muss ich noch etwas dazu sagen, ganz kurz. Der Hintergrund hat was mit Tonwerte zu tun. Das heißt, wenn ich hinten den Hintergrund habe, ein bisschen heller, wenn ich einen Vordergrund habe, dann ein bisschen Tonwert dunkler und wenn ich ganz nach vorne komme, muss es richtig dunkler sein, so, dann habe ich dann einen Tonwert, eine Tonwertperspektive nach hinten. Und auch in der Pinselführung, wenn ich das jetzt hinten anlege, soll man hinten den Pinsel so den Horizont entlang gleiten und je weiter man im Mittelgrund ein bisschen auf und ab, so wie in der Natur es ja vorgegeben ist und wenn man dann ganz nach vorne ist, soll man dann wirklich nur auf und ab, und so wie die Bäume oder Sträucher, das ist komplett und dann hat man eine Tonwertperspektive, die was nach hinten geht. Und das muss man dann auch bei den Farben. Also, oben und da, dann ein bisschen auf und ab und ganz nach vorne. Ja, das sollte man unbedingt einhalten, wenn man den Hintergrund macht. So, ich habe die Farben jetzt schon hergerichtet. Das ist meine Farbpalette. Die Farben habe ich ja früher gesagt, sind Amsterdam-Farben. Fang mit der hellsten an. Das ist weiß und Neapel-Gelb hell. Und nimm ein bisschen Neapel-Gelb-Rot dazu. Das ist auch ein bisschen so. Trage ich dann den großen Pinsel auf. Und dann kann ich das schon richtig kräftig ansetzen. So. Dann können wir mal kräftig. Wichtig ist jetzt dann für den Hintergrund machen, dass wir ein bisschen das Indigo durchscheinen lassen, das Bild nicht richtig tot malen. So, jetzt Neapelgelb und ein bisschen Orange. Dann bin ich wieder ein Ton dunkler, schaue jetzt wieder, dass ich unbedingt da das Indigo ein bisschen durchscheinen lasse, mal das ganze Bild nicht tot und schaue, dass ich das jetzt nicht ausmal, sondern dass ich eine Struktur reinkriege und dann ganz nach vorne versuche ich ein bisschen Grün dazu. Das ist aber schon mit dem Orange mischen und dann ein bisschen Weiß dazu, dass es auch ganz richtig heller ist.
und dann kriege ich so eine cremige Vorwasser und dann kann ich dann wirklich da ansetzen und habe zum Beispiel da jetzt so ganz kräftig aufmachen, auftragen und wie gesagt. So, dann nehme ich einen Tropfen von meinem Indigo und gebe das dazu. Und dann entsteht so ein leichtes italienisches Grün, wo man nicht weiß, ist es grün oder blau, aber das ist dann, kann ich dann da unten reingeben. Dann ist wohl wieder eine Farbabstufung. Eine Farbabstufung. So. Und da möchte ich halt auch ein bisschen was anderes machen. Und zwar gebe ich da ein bisschen Umbra dazu. Wieder ein bisschen eine dunklere Abstufung. Und ich kann die Figur mal jetzt mit eine scharfe Kante, das hätte ich gern weiß. So, dass ich da wieder ein bisschen dunkler werden will. Und ein bisschen Umbra Natur dazu. So. Braucht es nicht aufpassen, aber unbedingt schauen, dass die Strukturen und von was wir mit der Bürste aufgetragen haben, dass es auch noch durchscheint ein bisschen. So, dass man das auch sieht. So, und da, zu dem Teil, möchte ich das gerne ein bisschen dunkler machen, das heißt ein bisschen Natur und das Umbra Braun dazu, dann wird noch ein bisschen dunkler. So, und da seht ihr da schon, da habe ich eine schöne Farbpalette mir aufgebaut. Da nehme ich das nachher. So, und um das, jetzt gebe ich wieder zu diesem Umbra Braun ein bisschen. Licht der Ocker dazu. So. So, und immer wieder schauen, dass es auch farblich zusammenpasst. Ja, sehe ich, da geht ein bisschen dunkler gemacht, kein Problem. Ich kann da auch immer wieder zurückgreifen. Deswegen sage ich immer, kein Saustall auf der Palette. Ja? Weil wenn ich dann irgendeine Farbe brauche, zum Beispiel brauche ich jetzt dann ja, da ein bisschen Grün, dann kann jeder sagen, ah, dieses Grün hätte ich gern. Dann nehme ich einfach wieder Grün, das da und gehe wieder da rein. Und dann habe ich fast wieder die gleiche Farbe. Also auf die Farbpalette ganz, ganz achten. Wasser, keine Angst, wenn Rinner sind, überhaupt keine Angst, das ist aber vom Vorteil, wenn ein bisschen oben rinnt und wieder eine Strukturen, so, dann wird es ein bisschen rot, so, passt das schön zum Indigo. Kräftig auftragen, überhaupt keine Angst haben, ihr könnt überhaupt nichts falsch machen, überhaupt nichts, schauen, dass wir dann da unten ein bisschen dunkler werden, das heißt wieder mit dem Braun zu arbeiten, dann wie okay, da hier unten einfach ein bisschen ins Braun reingehen, dass wir im Vordergrund weiter herkommen. So, also wie gesagt, vorne den Pinsel auf und ab und dann, wenn wir
die Leiter mal nach hinten kommt. Wir wechseln auf helle Farben, da ich mal etwas zeigen. Je weiter man dann hinterkommt, dann nehmen wir den Bügel zu. Glanzlicht rein, ein Glanzlicht, nicht, dass ein Sonnenstrahl von Seiten, Seite hereinkommt, dass den Schatten mache ich wieder schön das Umbra und dann ein bisschen jetzt dieses Indigo-Blau dazu, dass ich dann die Abstufung. Und das ist dann immer klasse, wenn du so ein bisschen die gleiche Farbe, aber dann ein bisschen Abstufungen drin hast. Ja, das macht das richtig spannend. Und nur nicht ausmalen, sondern die Schatten kann ich da unten auch gebrauchen, wenn sie da liegt und wo die Hand aufliegt, kann man auch zum Beispiel einen Schatten machen und die Schwanzflosse, ja, aber da hätte ich gerne das noch drin gelassen. Okay.